Auf welchem Weg erreiche ich das Ziel so schnell und einfach wie möglich? Ich plane den Weg grob und dokumentiere fortlaufend die wichtigen Ergebnisse, Ereignisse und konkretisiere so den Weg nach und nach. Den Weg vereinfache ich mir, soweit es geht, indem ich mit anderen konstruktiv zusammenarbeite. Dazu habe ich mir entsprechende Methoden und Strategien und nützliche Regeln und Gewohnheiten ausgedacht. Die konstruktive Zusammenarbeit besteht vorwiegend darin, dass ich die von anderen im Internet veröffentlichten Informationen lese oder aktiv am großen Gespräch im Internet teilnehme und mich aktiv mit diesen Informationen auseinandersetze. Hinweis: Leider kann man über tiefgründige Themen nur mit sehr wenigen Menschen in der näheren Umgebung sprechen, sodass ich diese Möglichkeit bisher nur sehr selten nutzen konnte. Die jeweils anfallenden Aufgaben erfülle ich mit Hingabe und Disziplin. Die dabei auftretenden Probleme löse ich so gut ich kann. Und ich gehe den Weg beharrlich, bis ich das Ziel erreicht habe. Folgende Fragen sind hilfreich. Wie kann ich mich und andere motivieren? Indem ich so klar und verständlich wie möglich beschreibe, warum es sich lohnt, das Ziel zu erreichen. Was ist die Belohnung? Die eigenen Aufgaben kompetent und mit Freude ausführe. Vorlebe, was ich von anderen erwarte, die Partner lobe und nur, wenn es unbedingt sein muss, kritisiere. Die Kritik muss dem betreffenden Menschen einleuchten und ihn für sich nachvollziehbar in seinem Leben weiterbringen. Welche Aufgaben fallen an? Welche der anfallenden Aufgaben kann ich selbst ausführen? Wie können mir andere Menschen dabei helfen, beziehungsweise welche Aufgaben kann ich delegieren? Welche Strategien, Methoden, Regeln und Gewohnheiten können mir die Arbeit beziehungsweise die konstruktive Zusammenarbeit mit anderen vereinfachen beziehungsweise optimieren? Interessiert dich die Strategie, mit der ich die sich selbst organisierende Gesellschaft verwirklichen will? Dann lies jetzt meine Lebensunternehmer-Idee in aller Kürze.